Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal und willkommen wieder beim Zusammenschrauben vom Škoda S100 aus Tschechien. vor kurzem gerade gab es das Unboxing-Video, das Post aus Tschechien, Teil 2. Teil 2 deswegen, weil, das war ja schon das zweite KP aus Tschechien. Ist das nicht schön, wenn man immer Kaffee gekriegt als Modellbauer? Das ist das, worauf wir warten. Das ist das Salz in der Suppe für uns. Ja, wir wollen heute weitermachen mit Ausgabe 6. Ausgabe 6, das letzte Video war da Ausgabe 4. Ja, bei Ausgabe 5 haben wir hier. Und zwar wurde da auch die Radaufhängung gebaut. Die Feder, der Stoßdämpfer und so weiter und so fort. Das haben wir hier in Ausgabe 4 gemacht mit dem Radanschrauben. Und in Ausgabe 5 wurde das Ganze dann auf der rechten Seite genauso gemacht. Und ja, das habe ich euch dann quasi erspart. Nein. Also wenn ihr das nochmal sehen möchtet, wie die rechte Seite aussieht, gerne nochmal die linke Seite anschauen. Die Ausgabe 4. Das kommt dann erstmal wieder weggepackt im Karton. Auch das Heft. Und wir gucken uns dann mal an, was wir in Ausgabe 6 bekommen. Ja, früher haben wir uns gefreut. Ich ja nicht. Ich habe sowas nicht gekriegt, aber viele haben sich gefreut, die ein Westpaket bekommen haben. Und heute freuen wir uns, wenn wir ein Ostpaket bekommen. So, gucken wir mal, was wir hier für Teile alles drin haben. Guck mal raus, bitte. So, alles raus aus der Folie. Gut. Wir bekommen, dafür muss ich natürlich erstmal Škoda 100 Ausgabe 6. Müssen wir natürlich einmal reinschauen, was es alles gibt. Hier gibt es wieder ein bisschen Škoda-Geschichte, eben ganz alte Autos. Hier habe ich Škoda-Geschichte von 1895 bis 1945, also die ersten 50 Jahre. Und ja, das werde ich dann demnächst, das ist immer ein schönes Wetterchen, kann man sich schön auf die Terrasse setzen und dann mal eine Runde lesen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Nehme ich mal wieder meine Übersetzungs-App, dass wir dann das Ganze so die Teileliste. Ne? Seasonyam Dilu heißt Teileliste. So. Getriebe, jetzt muss ich erstmal hier einmal ausmachen. Wir machen also quasi am Getriebe weiter. So, schön aufpassen. Und zwar ist das erste hier aus Metall das Getriebeoberteil. Ich weiß nicht, ist auch ein bisschen doof. Ich glaube, ihr kommt ein bisschen dichter. Und dann, denke ich mal, kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. Also, herkommen! Wie gerade erwähnt, das Getriebeoberteil aus Metall. Jetzt kommt nicht, wie man jetzt vermuten könnte, das Getriebeunterteil. Nein, es ist der Motorstarter Teil 1. Motorstarter klingt ein bisschen komisch. Das ist ja auch falsch. Anlasser! Motorstarter ist Anlasser Teil 1, das hier, ich sollte mal besser in die Anleitung gucken, und Teil 2, die beiden Teile, da kann man auch schon so sehen, ne, dass das der Anlasser ist, mit, weiß nicht, Zündspule, ich glaube, dann haben wir Teil 6D, Motor und Getriebe, Link. Halterung, Motor- und Getriebehalterung, würde ich jetzt mal schätzen, aus Metall.
Als nächstes, jetzt kommt der linke Motorblock. Hier, das was ich vorhin schon einmal kurz gezeigt habe. Der linke Motorblock, also die linke Hälfte vom Motorblock. Dann bekommen wir den Ölmessstab. Der ist nur ganz kurz gemacht. Na, aus Plastik, schön, muss man schön aufpassen. Steht in der Beschreibung von Josef. Mit dem Ölmessstab schön vorsichtig sein beim Einsetzen, der ist sehr spröde. So, dann haben wir Teil 6G. Teil 6G ist kühle Lüfterhalterung. Das ist hier auch aus Metall. Dann haben wir diese beiden Winkel hier. Die sind nicht extra, die sind nicht etwa gebogen, sondern das sind auch komplette Metallteile. Das sind die Kühlerhalterung, nicht die Lüfterhalterung, sondern die Kühlerhalterung. Dann haben wir zwei so eine Riemenscheiben. Das sind Lüfterscheibe außen und Lüfterscheibe und Riemenscheibe innen. So, da muss ich dann natürlich nachher mal genau gucken, welche außen und welche innen ist. Das denke ich mal, sehen wir dann beim Zusammenbauen. Das sind diese beiden Plastikteile. Und dann haben wir Schrauben. DM, CP und AM. Gut, dann denke ich mal, werden wir mal gleich mal loslegen. Und wir beginnen mit dem Anlasser und mit CP-Schrauben. Und ja, das machen wir gleich. Wir starten mit dem Anlasser. Der wird hier zusammengesteckt und dann hier mit einer CP-Schraube gesichert. Dann geht es schon weiter, dass wir den Anlasser am Getriebegehäuse, und zwar ist es das hier, dann hier anbauen werden. Und zwar so rum. Da haben wir hier zwei Löcher. Einmal Nupsi und Loch. So, dann ran. Und das Ganze wird dann mit einer ebenso CP-Schraube. Dann haben wir die CP-Schrauben schon ja, ausgenutzt, wollte ich gerade sagen. Mehr kommen dann nicht. Ist der Anlasser schon einmal dran, ne? Schon angebaut. Also wir haben schon einen Anlasser angebaut. Ha! Oh, geht bald los mit dem Fahren. So, dann brauchen wir die Halterung. Die Halterung zwischen Motor und Getriebe, und das sollen wir da anschrauben mit AM-Schrauben. So halten. Genau, so kommt das dann hier rein. Und das Ganze wird mit AM, weil wir ja in Metall schrauben, auch hier AM, M wie Metal, wie Metall. Wie das auf Tschechisch jetzt heißt, weiß ich nicht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Autoschrauben ist international. So, die Halterung haben wir dann auch dran. So, Abbildung 4, positionieren Sie, ne, das ist noch nicht fest, das ist noch nicht fest, das gefällt mir dann natürlich noch nicht, wenn das noch nicht fest ist. Ich habe immer manchmal das Gefühl, dass bei den Automodellen die Schrauben immer alle etwas zu lang gewählt werden. Jetzt ist es fest. Na? Jetzt. Ha. So, und jetzt brauchen wir... Das ist Abbildung 4. Die linke Motorblockhälfte wird dann das wird ja jetzt hier miteinander verbunden. Jetzt muss ich mal schauen, so rum. Und die beiden, ja, das passt natürlich hier wunderbar ran, ne? So. Und auch hier gehe ich mal von aus, genau, mit AM-Schrauben verschrauben. Man könnte sich jetzt natürlich die Mühe machen
weil mit der Bezeichnung der Teile bin ich ja immer nicht so versiert. Ich sag mal so, das finde ich jetzt aber auch nicht, also ich finde es jetzt noch nicht schlimm. Bin ja nur kein Kfz-Mechaniker, nur Kfz-Mechaniker für 8-Jährige. Kommt immer wieder durch, ne? Und das ist dann die Bezeichnung, gerade wenn das jetzt dann das Ganze hier auf Tschechisch ist. Natürlich umso schwieriger. Ich könnte mir natürlich jetzt die Arbeit machen und die ganzen das Ganze übersetzen, das heißt die Teile dann dazu schreiben, so wie ich das beim Dodge Charger immer gemacht habe. Da habe ich ja dann aus dem Spanischen übersetzt und dann in die Bauanleitung dann immer reingeschrieben, wie das Ganze auf Deutsch heißt. Der darf hier noch ein kleines Stück. Es wackelt immer noch. Nun wackelt nichts mehr. Nun haben wir die Teile miteinander verbunden und das sieht auch so in der Anleitung aus. Aha, jetzt kommt der Ölmessstab. So, da sollen wir jetzt ja vorsichtig sein. So, und der kommt hier reingesteckt. Aber ganz vorsichtig. Wir könnten ja eine Pinzette nehmen. Oder auch nicht. Jetzt habe ich natürlich Angst, weil da extra steht, vorsichtig sein, weil der durchbrechen kann. Nicht so einfach, Leute, nicht so einfach. Ich glaube, ich mach den auch nicht weiter rein, weiß ich nicht. Irgendwie hält das schon, aber... Gut, jetzt das nächste. Ach so, hier diesen für den Lüfter, den Arm. Der wird hier genau reingesteckt. Der hat dann auch genaue Position und dann brauchen wir eine DM-Schraube. Das Ganze wird dann von hinterwärts verschraubt. So, hat nicht gegriffen die Schraube, wunderbar. Ah, geht schwer rein und raus. Ne, raus nicht, rein. Ja, ich muss immer mit meiner Technik immer rein, dann wieder ein Stückchen raus, wieder ein Stückchen rein, wieder ein Stückchen raus. Nützt nichts. Also das ist nicht nur bei uns so. Das ist dann auch bei dem, habe ich eigentlich noch einen anderen Stromträger. Weil das ist jetzt noch echt noch ganz schön lose und am liebsten würde ich eine kleinere Schraube nehmen. Ja, ich suche mir mal noch eine andere Schraube raus. Und das ist ja Abbildung 6. Ja, hier steht mit einer DM-Schraube. Aber ich, ja, gucke mir das nochmal an. Und ja, hier scheint auch ein bisschen Grat drin zu sein. Ich melde mich gleich wieder. So, habe ich doch dann nachher jetzt rangewrankt gekriegt. Und jetzt wollen wir die Teile für die Kühlerhalterung, die Halter für die
ja, wie heißen die denn jetzt nun noch? Und zwar genau. Wir wollen die Kühlerhalterung anbauen. Jetzt ist die Frage, zeige ich das nach vorne oder nach hinten? Das sieht so aus. So, ja, wenn das dann irgendwann mal nicht passt, dann können wir es ja immer noch wieder ändern. Und wieder DM-Schrauben. Ja. Ich weiß nicht, ich bin heute kein Freund der DM-Schrauben. Mal nochmal eine neue nehmen. Wieder zurück, vorwärts und rückwärts. Es ist noch nicht fest. Jetzt. So, für die andere Seite kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht so drücken. Dass mir hier nachher was abbricht. Soll das funktionieren, dass hier wieder eine DM-Schraube rein soll? Und die andere ist auch da drin? Naja, mal gucken. Mal schauen. So. Erstmal ein Stück reindrehen. Wieder raus. Weiter. Wieder raus. Machen wir erstmal Trockenschrauben. Sollte auch im Bild bleiben, damit ihr auch im Bilde bleibt. Und dann stecken wir die Halterung auf. Und schrauben das Ganze da ran. Ich glaube, mit dem Stromträger geht das hier nicht mehr. Gut, also den machen wir dann auch gleich fest. Und dann kommt auf der anderen Seite kommen jetzt noch die Riemenscheiben ran. Also ich mache den gleich fest. Und zwar so rum. Jetzt kann man das nämlich schön sehen. Einmal hier mit der Vertiefung hier rauf gesteckt. Wieder eine DM-Schraube. Ich kriege echt die Krätze heute mit DM-Schrauben. Und die zweite hier rauf. Und dann hier eine DM-Schraube rein. Ja, die DM-Schrauben wollen heute mit mir nicht so. Warum auch immer. Und das im Bild bin ich auch nicht. Super. Bleibt wieder Platz für Kritik, weil ihr nicht im Bilde sein konntet. Also die ist ja jetzt wie Butter reingegangen gegenüber die anderen. So, die schraube ich auch gleich fest. Und ja, dann war es das schon für dieses Mal. Und dann gucken wir nachher mal im Vorschau, was wir in Ausgabe 7 bekommen. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Also ich habe das dann alles festbekommen und wir haben, ja, mit Motor und Getriebe und so weiter haben wir begonnen. Vorschau auf Ausgabe 7, da gibt es auch Motorteile und Generatorteile, also sprich Lichtmaschine. Boah. Wissen wir schon ungefähr, was wir das nächste Mal tun werden. Für alle neuen Zuschauer, warum hat Mario ein Skoda? Warum baut Mario ein Skoda? Mario baut den Skoda deswegen, das liegt an den Kindheitserinnerungen.
Mein Vati hatte früher ein Skoda S100, zwar nicht in der Farbe, aber in Rot. Und da sind wir immer viel umhergefahren und deswegen baut Mario den Skoda. Wie kommt er dazu? Vielen Dank nochmal wieder an Josef. Josef und ich tauschen beide. Das heißt, er wollte gerne den Trabi bauen. Den bekommen sie in Tschechien nicht. Und ich wollte gerne den Skoda bauen. Den bekommen wir in Deutschland nicht. Könnt ihr eins und eins zusammenzählen. Und das kommt dann dabei raus. Wir tauschen und wir beide haben viel Spaß beim Bauen und haben beide dann beide Autos. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut euch auf Ausgabe 7. Die wollte ich eben gerade rausholen, aber das ist jetzt gerade nicht so möglich. Und wenn es dann wieder weitergeht, freut euch drauf auf den Skoda. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.